Wäre ganz nett. Ja, weiterbauen. Und bitte nochmal, komm, mach's fertig. Komm, mach's fertig. Mädchen. Mädel. Ich klicke die ganze Zeit auf den oberen Tisch und die baut den unteren zuerst. Was ist das denn? Haben wir nicht noch ein Bein? Ach stimmt, das... Danke. Lieberporn hat gerade im Chat geschrieben, ob wir nicht noch ein Bein übrig haben. Ja, wir haben doch ein Bein übrig. Perfekt. Das läuft. Ja, trotzdem. Wenn wir die Tische haben, das schadet nicht. Ist in Ordnung. Aber natürlich können wir ihm unser Bein geben. Unser Bein geben, das hört sich so doof an. Wir können ihm unser Bein geben. Aber wegen dem Brustbein können wir, glaube ich, nichts machen. Oder können wir das auch nochmal künstlich herstellen? Kann man hier ein Brustbein herstellen? Beinprothese, Armprothese, Handprothese, Fußprothese, Becken, Kiefer, Nase, Auge. Nee. Ich finde, Powerarm klingt immer so verkehrt. Bionischer Arm. Das erinnert mich immer an Big Bang Theory, wo der eine Typ sich hier diesen Roboterarm dort hergestellt hat und dann an seinem Gemächt, naja, sich da etwas verklemmt hat. Daran erinnert mich immer Powerarm. Immer wenn ich das lese. So, stumm geschalteter Kiefer. Das ist natürlich was für Frauen. Nein, Spaß. Der bionische Kiefer, Ohr, Auge, auch nicht. Auch kein Brustkorb dabei. Schade. Naja, oder kein Brustbein, besser gesagt. Aber nicht ganz so tragisch. So, wie lässt der sich denn anwärmen? Oder sie? 98. Ach Mensch, da würde ich ja fast sagen, wir warten, bis wir die angeworben haben, oder? Bevor wir da jetzt das Bein implantieren. Und das dann für nix und wieder nix, so nach dem Motto. Da warten wir erstmal auf das Anwerbungsgespräch. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So, Nie hat gerade, glaube ich, wenig zu tun. Deswegen putzt sie gerade oder hat sie gerade geputzt. Wobei wir doch hier noch was zum Bauen haben. Darf Nie nicht im Notfall auch bauen? Ja, darf sie, aber sie spielt im Vorfeld noch Reiniger. Nee, das nehmen wir ja mal weg mit dem Reiniger. Sie soll lieber im Notfall bauen. Fände ich besser. Da schaffen wir zumindest etwas mehr. Gut. So. Ich freue mich gerade wegen dem Bein, dass das so geschrieben wurde. Ich lese auch gerade nochmal den Chat, die freuen sich gerade auch. und ich freue mich gerade, dass das mit dem Bein so... dass wir das noch auf Lager hatten. Da war es doch nicht ganz umsonst entnommen. Das war schon ein bisschen makaber, wo wir das gemacht hatten. So, aber es wäre dann einer der wenigen Fälle, wo wir mal den Leuten was implantieren. Oh, und der Strom ist alle. Scheiße. Geschütze ausstellen, das liegt daran. Wir verbrauchen definitiv mit Geschützen zu viel Strom und speichern zu wenig. Mist. Aber wir haben auch gerade keine Windenergie. Können wir trotzdem irgendjemand losschicken? Wenn netter vielleicht. Mädchen, komm mal ran hier. Schalt mal ganz kurz aus. So, weg damit. Und hier bitte auch nochmal. Wird schon Lee benutzt? Ja, von mir aus. Wenn der gerade... Wieso ist denn Lee um die Uhrzeit noch wach? Es ist 3 Uhr morgens. Hat er schon geschlafen? Oh, scheinbar schon. Okay. Gut, aber Gott sei Dank ist es auf der Karte jetzt nicht ganz so extrem. Ich erinnere mich noch, welche Staffel war das denn? War es die 3. Staffel, wo wir auf dieser Eiskarte gespielt hatten? Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Wenn da dann mal der Strom ausgefallen war, da waren es ja gleich, weiß nicht, minus 50 Grad im Haus. Das ging ja ruckzuck. Auf so einer warmen Karte spielt das jetzt nicht so eine große Rolle. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir sollen hier so lange ein Holzbein reinmachen. Das wäre natürlich eine Idee. Können wir das einfach so machen? Bringe Bein ein, an rechtes Bein. Nein, wir müssen, glaube ich, das Holzbein erst herstellen. Aber ich glaube, für das Holzbein brauchen wir diesen anderen Tisch. Dann müssen wir den doch nochmal bauen. Wo ist der denn? Hier, grundlegende Prothesen. Ich glaube, da brauchen wir den für das Holzbein. Ja, können wir aber ganz schnell herstellen. Dauert jetzt nicht so lange. Wo ist denn Benetta? Die pennt natürlich noch. Natürlich. Okay, Mädel, bist du ausgeschlafen? Kannst losgehen? Ja, wunderbar. Na dann, leg dich ins Zeug und bau den Tisch hier. Da, ich hab's glaube ich schon tausendmal gesagt, wünsche ich mir auch noch die Verbesserung. Einmal klicken und dann wird's auch gemacht bis zum Ende. Ja, das fände ich noch ganz cool, wenn sie das noch irgendwie mit einbringen. So, stelle her Holzbein. Ja, lassen wir mal machen. Genau ein Stück, das würde reichen. Ich glaube, das dürfte Jevo auch machen. Dann kann der mich ganz gut darüber skillen.
Und hat er schon Level 10? Nein, hat er noch nicht, aber eventuell gleich. Guck mal, wie da das Skill nach oben geht. So muss das eigentlich sein. Also, sobald wir Prothesen aktiv herstellen, glaube ich, ist das Skillen im Handwerksbereich nicht mehr das Problem. Gut. Ja, wir lassen den noch das ganz kurz wegbringen, das ist klar. Und dann können wir eigentlich hier erstmal vorübergehend natürlich das Holzbein anbringen. Das rechte Bein. Wieso darf ich denn auch das linke Bein implantieren? Das ist ja Verunstaltung dann. Das war natürlich auch eine Idee. Wenn schon Holzbein, dann bitte auf beiden Seiten. Alter. Das wäre fies. Ach Mensch. Und Till, du willst dich ernsthaft probieren? Ernsthaft? Till hat Level 14 in Medizin. Wie sieht's bei Nie aus? Weil wir wollten ja Nie erstmal auf Level 20 bringen. Ja, ich glaube, das wird schwierig mit Nie, aber wir können sie mal probieren lassen. Wieso komme ich zu Benetta? Also, weil Nie unter... Ernsthaft? Nie steht unter Benetta. Benetta ist so dick, da sieht man Nie nicht mehr dahinter. warte mal, ich wollte Till... Lass mal sein, mein Guter. Stattdessen... Ach, da war sie gleich. Warte mal, hier nochmal. Stattdessen lassen wir das mal die Nie machen. Operieren, genau. Gut. So, damit können wir Till wieder auflösen. Irgendwo kämpft jemand. Was ist hier los? Ist aber nicht unser. Nee, ist nicht unser. Auch nicht unser Schweinchen, na Gott sei Dank. Aber wir können das Fleisch natürlich gerne mitnehmen. Das würde ich jetzt nicht ablehnen wollen. Wie sieht es denn generell essenstechnisch aus? Haben wir auch schon lange nicht mehr geguckt. Ja, theoretisch nicht so schlecht. Wir haben 382 Mahlzeiten, aber wir haben kaum noch was hier drin liegen. Weil wir kaum dazu kommen, irgendwas zu tragen. Ja, ich habe Jabbo schon auf Trägerlevel 1 gestellt. Aber der soll natürlich auch zeitgleich skillen hier, das Handwerk. Das ist schon richtig, so wie er es macht. Zumal muss das gesamte Lager ja auch endlich mal leer werden. Das ist so überfüllt, so dermaßen. Es geht eigentlich gar nicht. So. Was ist denn jetzt los? Wieso? Till? Nein! Nie! Mach! Ach Mensch, wieso denn jetzt? Also was war denn jetzt los? Wieso hat das Nie jetzt nicht gemacht? Also weil sie erstmal... Wird bereits vom... Nein. Operieren. Ja, okay. Gut. Da hat sie das einfach so abgebrochen. Aber ich denke mal, das lag daran, weil sie die Medizin beiseite gelegt hat. Man wollte wahrscheinlich sich wieder irgendjemand um Errol kümmern. Und dadurch hat sie es dann nicht geschafft oder nicht machen dürfen. So, darf er wieder laufen oder sie? Ja, sie darf wieder laufen, okay. 60% Effizienz. Das Problem ist natürlich jetzt hier der ganze Körper, also dass das Brustbein halt so zertrümmert ist. Weil ich glaube, das schlägt dann schon irgendwo auch auf die Bewegung mit ein. Ich weiß es nicht, ob das... Ist das Brustbein wichtig zum Bewegen? Ich weiß es nicht. Das Holzbein, können wir das Holzbein mal ansehen? Das müsste hier, glaube ich, zu sehen sein, wenn wir das hier mal anschauen. Details, genau. Lass mal direkt ansehen, das Ding. Effektivität des Körperteils 60%. Das heißt, im Normalfall sind es 100% Bewegung. Jedes Bein erlaubt 50%. Wenn es einmal die 50% nur 60% bieten, sind 50% nur noch zwei... Alter, ich kann nicht rechnen. Drei Fünftel davon. Also was in der Art. Aber dann ist das trotzdem zu... Also schlägt sich das Brustbein auf die Bewegung nieder. Tue ich jetzt einfach mal der Rechnung aus der Rechnung schlussfolgern. Ach Mensch. Ja gut, aber ein bisschen langsamer geht ja. Hauptsache nicht so langsam wie Marius. Das fände ich jetzt nicht so schön. Wie langsam läuft Marius eigentlich? Sehen wir das auch irgendwo? Habe ich das schon mal nachgeguckt? Ich glaube, der hat nur 50% Bewegung. Genau. Ja gut, dann wäre er immer noch 10% schneller. Aber gut, ist auch kein Kämpfer, wäre von daher auch nicht so tragisch. Nahkämpfer vielleicht. Die wäre eigentlich gut für... Die wäre eigentlich gut für, wenn wir mal im Haus angegriffen wären. Dann können wir die mal vorschicken. Wobei das natürlich auch doof wäre, weil dann würden wir die höchstwahrscheinlich verlieren. Will ich ja dann auch nicht unbedingt. So, was macht Till? Versorgt... Till versorgt Lee. Weil... Lee, was ist los? Ach ja, immer noch. Okay. Oh. Till und Benetta. Leute,
Seht ihr das? Till und Benetta sind ein Paar. Okay. Sehr schön. Ich freue mich. Für Benetta und für Till natürlich. Geile Sache. So, warte mal. Da können wir... Ich glaube, Jabbo liegt da aktuell drin, genau. Da werden wir das mal so machen, dass Jabbo hier unten liegt. So, zuweisen, genau. Das passt. Und dann haben wir da oben wieder das Zimmer frei. Eventuell dann vielleicht für unsere Neue, wenn wir es irgendwann mal schaffen. Ich freue mich für Till und Benetta. Ich finde das cool. Jetzt noch Babys irgendwie reinimplantieren und ich wäre absolut glücklich. Das fände ich noch geil. Wenn wir dann so kleine Kolonisten-Babys hätten und die dann aufwachsen sehen könnten. Das wäre doch genial. Gut, Wildschwein Nummer 2 läuft hier fröhlich rum und Wildschwein Nummer 1 liegt schon im Bettchen. Wie sieht's denn aus vom Training? Wie weit seid ihr denn? 1 von 8, na gut. Auch 1 von 8, passt. Ich würde den Puma gerne mal verkaufen, wenn es irgendwann mal soweit ist. Ja, das können wir ganz nebenbei auch mal trainieren. Weiß gar nicht, obwohl, nee. Das Ding will ich auch verkaufen. Ich will den Puma verkaufen und ich will den Capybara verkaufen. Das sind zwei Haustiere, die brauchen wir gar nicht. Und ich suche gerade Ariel ganz nebenbei. Wo ist denn unsere Ariel? Ariel? Ach, guck mal hier unten. Ach Mensch. Ja, die kriegt eigentlich im ganzen Let's Play auch kaum einer mit, oder? Ich glaube, auf Ariel achtet so im Großen und Ganzen gar keiner. Und dabei fristet die ja ihr gesamtes Leben auf der Karte. Ach Mensch. Ich finde die Schildkröte cool. Ich glaube, ihr findet das gerade nicht so spannend, aber ich finde es gerade übelst cool. Okay, so, lass mal sein. Ist egal. Gut. Errol, wie sieht's aus? Läuft wieder und wie sieht's jetzt aus? Wirklich 60%? Ja, wirklich 60%. Schade. Ja gut, aber wir hatten ja, wie gesagt, noch das andere Beinchen. Das können wir ihr ja notfalls noch geben. Kriegen wir schon hin. Ach Mensch. Nee, du hast doch einen Lover. Weißt du das noch gar nicht? Weil Nipperporn gerade in die Kommentare schreibt. Nee, du hast einen Lover. Du hast gerade sogar Sex gehabt. wie ich das den Herzen mal entnehme. Allerdings halt nicht mit Francisco war es, glaube ich. Genau. Der noch später dazukommen sollte. Der kommt bestimmt auch noch irgendwann dazu. Vielleicht macht er... will er da auch noch ein bisschen mitmischen. Das werden wir mal sehen. Ja. Aber im Moment kümmert sich sehr liebevoll unser Thiago um dich. Der, der keine Frauen mag. Der hat ausgerechnet dich geschnappt. Das hast du wahrscheinlich dadurch, dass es ein Livestream ist. Hm. Und die anderen Folgen natürlich noch nicht aufgenommen worden. Besser gesagt veröffentlicht worden zu dem aktuellen Moment. Deswegen kannst du das ja noch gar nicht wissen. Stimmt. Ach Mensch, jetzt habe ich dich gespoilert. Auf jeden Fall kümmert sich jemand ganz liebevoll um dich. Okay, ich habe da sogar einen kleinen Spruch dazu gebracht, wieso er dich genommen hat. Ah, das musst du dann bei YouTube gucken, das sage ich jetzt nicht nochmal. So. Gut. Was wollte ich denn als nächstes? Jabbo, bist du auf Level 10? Können wir endlich mal Bauteile herstellen? Das fände ich sehr schön. So. 9325. Es fehlt nicht mehr so viel. Guck mal, der hat es fast geschafft. Okay. So, warte mal. Muss mal kurz was einstellen. Sekunde. So. Gut. Und dann können wir endlich mal auch Bauteile herstellen. Darauf warten wir wirklich so sehnsüchtig gerade. Guck mal hier, Wildschwein. Lass dich überzeugen, lass dich transportieren lernen. Weil auch das hätte ich gern. Ja, 3 von 8. Hat geklappt. Sehr gut. So, ich glaube, wir können raummäßig auch weiterbauen, oder? Wir haben alle Bauaufträge soweit erledigt. Ich glaube, auch transportmäßig müsste so das Gröbste schon getan worden sein. Ja gut, hier liegt noch ein bisschen Stahl rum. Ja, und dann wahrscheinlich hier unten als recht noch. Die Waffen könnte man nochmal einsammeln. Die können wir dann schön verhökern natürlich. Die Leichen überlege ich auch mal. Ja, die Leichen werden wir dort liegen lassen. Das Silber nehmen wir mit und... Ja, das reicht eigentlich schon. Wir brauchen eigentlich nur die... das Stahl... Die Waffen hätte ich gerne und eventuell hier diese Teile. Aber ich glaube, auch da sind wir dran. Kann das sein, dass wir auch da dran sind, weil wir hatten noch hier drei rumliegen. Jetzt haben wir nur noch eins hier. Und das kämpft noch um sein Leben. Das heißt, ich vermute mal, die laufen manchmal nach unten.
Guck mal, wo läuft Marius hin? Marius läuft. Oh, guck mal, Thiago läuft auch. Ah, die holen jetzt erstmal die Leichen ran. Warte mal, Thiago, wenn du gerade hier in der Nähe bist, du kannst ja gleich die Leichen mitnehmen. Aber vielleicht mal ganz kurz. Gib dir mal Mühe. Genau, dass wir den auch gleich mitnehmen können. Ist ja auch dann eine Leiche. Müssen wir halt nur erst noch dazu machen. Hm. So, okay. Einstecken bitte und das einstecken und wegtragen. Genau. Sieht auch mal lustig aus, so ein kleiner Mensch, der so eine fette Raupe trägt. Naja, sieht man kaum noch drunter. Egal. So. Hm. Francisco kills me, schreibt Nipperporn gerade. Spreche ich das eigentlich richtig aus? Ja, ich glaube, es wird schon richtig ausgesprochen sein. So, ja. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, oder? Ich habe noch nicht mal drauf geachtet, wie hoch die Anwerbungschance gerade ist. Wie es gerade aussieht. Ah, ich weiß auch gar nicht, ob wir uns gerade drum... Doch, wir müssen uns drum kümmern. Eingestellt hatte ich es. Genau. So, lass mal schauen. Benetta bringt das Essen. Kannst du die auch direkt mal anwerben? Nee, nur ausziehen. Ah, Benetta mit ihren Ausziehfetisch. Hm. Was hat sie denn überhaupt an? Syngan-Jacke, Stoffhose. Kann sie ruhig anbehalten. Ist in Ordnung. Ist nichts Wildes. Passiert ja nicht so viel damit. Also wenn sie da mal austickt oder so, da kann sie ja darüber keinen Schaden anstellen. Ah ne, ist noch die alte Nachricht. Okay. Schlechte Laune bei Marius. Ja, wenn ich hier so eine Leiche tragen müsste und dann so lange dafür bräuchte, hätte ich glaube ich auch schlechte Laune. Die ist ja schon auf dem, während des Rückweges, da skelettiert die ja schon bestimmt. Oh. Mist. Warte mal. Lass sie mal liegen. Kannst du später nochmal holen. Die Waffe wäre wichtiger. Wieso liegt die Waffe dort? Wer hat die dort fallen lassen? Hm, egal. Wir nehmen sie jetzt auf jeden Fall mit. Oder, warte mal, kann das daran liegen? Ich hatte ja Marius gefunden, wegen irgendwas losgeschickt. Dann hatte ich, glaube ich, das Kommando abgebrochen, dass der möglichst schnell zurückläuft. Aber was ja dämlich war, weil der wäre ja so oder so zurückgelaufen. Vielleicht hat er da das fallen lassen. Vielleicht hat er damals die Waffe geholt. Weiß ich nicht mehr ganz. Egal. Gut. Ja, erstmal wieder Schlafenzeit. Muss halt auch sein. Lee haut sich hier ins Bettchen. Das ist in Ordnung. Hat immer noch diese Mechaniten. Hm. Diese Sachen gehen ja auch irgendwann wieder weg. Das Problem ist, man weiß nicht wann. Das passiert so spontan. Also, schon wieder Sex gehabt. Hier, ihr Schweine hier. Passiert eigentlich spontan. Genauso wie der Sex. Aber ich hätte das ganz gern auch bewusst. Weil das ist ja schon eine Verbesserung. Wenn wir jetzt hier noch entgegensteuern würden mit diesem Gehirnimplantat, das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, ich wollte eigentlich die Leichen auch da ganz unten liegen lassen. Wird mir gerade im Chat vorgeschlagen. Ich hatte es gar nicht ausgewählt, glaube ich, oder? Weißt du, warte mal. Es gibt vielleicht einen Grund, weshalb es sinnvoll ist. Warte mal, wie... Ameisenbaum? Achso, das ist der Baum. Ich dachte gerade so ein Hügel. Nee, es gibt vielleicht einen Grund, weshalb es sinnvoll wäre, die Leichen zu schleppen. Gut, deswegen jetzt nicht unbedingt. Weg damit. Hm. Schutzweste. Hm, das würde sich lohnen. Den holen wir mal. Das lohnt sich nicht. Den brauchen wir nicht holen. Weil wenn die genug ausreichend Kleidung anhaben, die auch noch wertvoll genug ist, dann lohnt sich natürlich das Schleppen so einer Leiche wesentlich mehr, als wenn wir jetzt die ganzen Kleidungsstücke separat ranholen würden. Und von daher, ja, tun wir den auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Und die beiden lassen wir dann hier unten. Gut. Zumal wir noch genug andere Sachen zum Tragen haben. Und ich will die jetzt eigentlich auch erstmal tragen lassen, weil die haben so viel zu tun gerade. Oh, den müssen wir auch nicht mitschleppen. Hm. Okay, weil die haben erstmal so viel zu tun noch mit dem ganzen hinterhergetragen. Getragen. Guck mal hier, die ganzen Nahrungsmittel, die liegen noch draußen rum. Der Stoff liegt draußen rum. Die Medikamente liegen draußen rum. Das hört sich ein bisschen an wie beim Drogendealer, aber es ist halt so. Ja, und da müssen wir uns halt drum kümmern. Jabo, darfst du auch tragen? Hol hier mal was ran, ganz nebenbei, wenn du gerade mal dort in der Nähe warst. Ich weiß, du wolltest jetzt lieber verarbeiten, aber so können wir mal den anderen ein bisschen Arbeit abnehmen und für den Moment kannst du ja mal was anderes machen. So, hier auch nochmal. Gut. So, was haben wir hier? Störung, stahlautomatisches Geschütz. Ja, von mir aus. Bauteile haben wir 7 Stück da, das reicht auf jeden Fall für die Reparatur. Es sollte auf jeden Fall dafür reichen. Gut. So, hatten wir eigentlich schon jetzt das Dingens gebaut? Ja, hier. Die Schmiede. Die wollte ich mir mal angucken. Da können wir Waffen herstellen. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Wir hatten mehrläufige Waffen
erforscht und dürfen die jetzt doch nicht herstellen. Was ist denn das für eine Verarschung? Ach Mensch, das hat man doch extra erforscht. Wo sehe ich das, was wir erforscht haben? Hier, mehrläufige Waffen. Ermöglicht den Bau von Miniguns. Die will ich jetzt aber bitte auch bauen dürfen. Und ich würde ja denken, dass Miniguns in der Schmiede hergestellt werden. Aber offenbar nicht. Offenbar nicht. Okay, wo könnte es sonst noch hergestellt werden? Die elektronische Schmiede kann ich mir jetzt nicht vorstellen, oder? Eine elektrisch betriebene Schmiede zur Herstellung von Werkzeugen und nicht mechanischen Waffen. Ach so, nicht mechanischen Waffen. Natürlich. Okay. Das heißt, wir brauchen doch... Ich hatte es doch geahnt. Warte mal. Unerforscht. Wir sind auch gerade gar nicht am Erforschen. Das liegt ein bisschen daran auch. Dann müssen wir die Mechanik wahrscheinlich erforschen, oder? Schaltet die Mechanik-Werkbank frei. Hier können Schusswaffen und andere Maschinen hergestellt werden. Okay. Na gut, dann nehmen wir das. Dann machen wir das. Ja, müssen wir leider noch erforschen, die Mechanik-Werkbank. Ich hatte extra das mit dem Schmieden genommen, weil ich das zuerst durchgelesen hatte und da was von Waffen stand. Aber ich habe es wahrscheinlich nicht ordentlich gelesen. Schade. Egal, schade ja auch nicht, wenn wir das eine haben. So. Gut. Ich bin ein bisschen ratlos, was wir jetzt gerade als nächstes machen sollen, weil wir jetzt noch... ich will noch ein bisschen warten wegen dem Stahl und den ganzen Waffen. Guck mal, die liegen ja auch noch rum. Wobei die schon fast nicht mehr so gut sind. Warte mal, wen haben wir denn als Bauarbeiter? Wie sieht's denn aus? Wenn es nur einer bauen würde, geht das. Wäre wenn, dann bin netter. Die anderen haben... Ja, man müsste halt hier mal rüber, vorübergehend umstellen. Vielleicht auf Träger oder so. Das machen wir mal. Wir stellen nie mal auf Träger, dann kann sie da noch ein bisschen helfen. Ich glaube, Thiago ist so oder so auf Träger. Genau. Was macht der Junge sonst eigentlich noch? Gar nichts weiter. Bergbau. Okay. Na gut. So. Denn stattdessen. Krankenstation. Weiter ausbauen. Wenn ich das Spiel richtig kenne, werden wir nämlich nicht lange vor Krankheiten verschont sein. Zumal wir jetzt auch schon wieder relativ lange Ruhe hatten. Gerade auch vor Krankheiten. Wundert mich gerade so ein bisschen. Aber ich will es jetzt auch nicht beschreien. Aber ja, wie ich das kenne, wird es natürlich gleich losgehen. So. Störung, Kühlung. Wo? Dort unten. Okay, wird repariert. Passt. Drinnen noch 27 Grad, geht noch. Wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn es noch ein bisschen ausgefallen wäre. Na gut. Okay. Guck mal, der Berg wird abgetragen. Dann kommen hier natürlich noch die Türen rein, dass man auch von der Seite reinkommt. Dass man nicht ständig durch diese Kühlkammer hier durch muss. Ansonsten Zimmerchen hätten wir auch schon mal parat. Wir sind eigentlich soweit fertig. Theoretisch, wir müssten eigentlich als nächstes auf die Raumschiffforschung gehen. Dass wir irgendwann mal hier wegkommen. Und dann natürlich Material sammeln, ohne Ende. Und vor allem, wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute am Start. Eventuell bald einen 9. Da werden wir ein bisschen bauen müssen. Ich frage mich noch, wo wir das ganze Stahl dann herkriegen, wenn es dann ans Raumschiff gehen sollte. Und wo wir das vor allem hinbauen sollen. Theoretisch, hier ist eine schöne Gegend dafür, aber hier will ich es eigentlich nicht bauen, weil natürlich Teufelsgarn fällt. Wobei wir das Teufelsgarn fällt eventuell noch weiter nach unten ziehen können. Wäre eine Idee. Dann können wir hier mitten ins Feld vielleicht das Raumschiff reinbauen. Vielleicht hier so entlang, dass es nicht unbedingt auf der fruchtbaren Erde steht. Müsste man mal überlegen. Ich werde an dieser Stelle erstmal wieder die Aufnahme beenden. Bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Es kann sein, dass es für euch gleich weitergeht. Oder ansonsten sehen wir uns natürlich spätestens morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play RimWorld. Bis dahin. Ciao, ciao.